Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, und zwar zur 6. Folge der Union Berlin Karriere. Auf jeden Fall Leute, heute haben wir den kompletten November, und das heißt, wir haben 3 Spiele, einmal Schalke, Gladbach und die Eintracht aus Frankfurt. Und ich kann euch das sagen, das wird auf jeden Fall etwas spannend. Schalke kann ich euch nur vorsagen, wenn wir simulieren, gegen Gladbach spielen wir selber und gegen Frankfurt wird auch wieder simuliert. Und wie wir die Spiele gespielt haben, das könnt ihr jetzt gleich erfahren. Auf jeden Fall Leute, wenn euch das Video gefällt, würde ich mich gerne über eine positive Bewertung freuen. Wenn ihr kein Video mehr auf diesen Kanal verpassen wollt, würde ich mich gerne noch über ein Abo freuen und das hier die Glocke auch aktiviert. Denn schließlich haben wir in diesem Zimmer auf jeden Fall sehr vieles vor und ich hoffe, könnt ihr auf mich über euch freuen. Lasst euch auf jeden Fall überraschen, denn Weihnachten steht nämlich vor der Tür und würde ich sagen, genießt die Folge und somit viel Spaß mit dem Video. Hallo Leute, wir sind jetzt im Menü wieder angekommen und zwar zur 6. Folge der Union Berlin Karriere. Ja, auf jeden Fall spielen wir heute den kompletten November. Wir haben bisher schon 10 Bundesligaspieltage, in denen wir 2 gewonnen haben, 3 unentschieden, 5 Niederlagen bisher geholt haben, sind auf Platz 12 der Fußball-Bundesliga. Bayern fühlt wie gewohnt halt die Bundesliga an, also ist was eher was anderes. Wundert mich ehrlich gesagt nicht, Schalke ist hier auf Platz 17, also der FIFA 21 Karrieremodus ist auf jeden Fall sehr realistisch. Stuttgart ist, Mainz ist da auch mit unten drin. Stuttgart ist halt unrealistisch da momentan, weil die spielen momentan auch einen sehr guten Fußball und ich würde sagen, mittlerweile auch ein bisschen verdient, da oben mitzuspielen bisher von VfB Stuttgart in der Realität. Ich glaube, die sind 8er, ich bin mir gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall, momentan, was sie spielen, ist das eigentlich auch sehr gut, aber das ist jetzt egal. Wir wollen uns natürlich auf den November konzentrieren und das sind die folgenden Spiele für diesen Monat. Auf jeden Fall Leute, das sind unsere 3 Spiele in diesem Monat und wir werden ein einziges Spiel heute selber spielen, und zwar das gegen Borussia Mönchengladbach. Das heißt, Schalke und Eintracht Frankfurt wird simuliert und ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir ins Spiel. Wenn nichts weiteres Interessantes kommt, würde ich sagen, sehen wir uns beim Schalke-Spiel wieder. Jetzt ist das Spiel angekommen gegen den FC Schalke 04. Wir werden halt, wie gesagt, mit dieser Format, mit diesem Team weiterhin spielen. Hansen bleibt nur, wie gesagt, immer noch bei den Simulationen mit drin, weil ich weiß nicht, warum es nicht karrierenübergreifend ist. Warum? Die haben es ja gepatcht. Er hat das mit dem Körper ja eigentlich gepatcht, aber Hansen hat sie halt immer noch. Und ich würde es halt mal so machen: Hansen bleibt bei Simulation im Kader. Sind die Spieler selber gespielt? Wird Chara de Becker oder so spielen? Mal jemand anderes, mal gucken. Auf jeden Fall, das ist unser Kader gegen die FC Schalke 04. Und ich würde mal sagen: Schalke mit einer 5er-Kette wollen wir trotzdem schlagen. Wie geht das Spiel aus? Da bin ich jetzt mal gespannt. Und wir können unentschieden rausholen. Okay, also immerhin nicht verloren, aber immer einen Punkt. Und ich würde sagen: Ja, können wir so akzeptieren. Hi, Robin Knoche ist verletzt. Für 3 Wochen wird er ausfallen. Das heißt, ich glaube sogar gegen Gladbach und Frankfurt wird er für uns nicht zur Verfügung stehen. Auf jeden Fall, jetzt sind wir ins Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Bevor wir ins Stadion gehen, sind das hier unsere Aufstellung. Bei uns wird es gerne haben. Becker wird halt mal auf Anfang anspielen. Schlotterbeck für den Knoche und Lute diesmal Anfang mal ans Tor. Und Kaderbach mal wieder für Lenz. Und Gladbach spielt auch mit WS. Ah, Italiano haben sie, okay. Sokrates ist bei denen neu, sonst ist eigentlich alles geblieben. Also Gladbach spielt schon mit einer guten Elf und ich hoffe, wir werden das jetzt toppen. Ja, Jungs, jetzt sind wir im Stadion angekommen. In Gladbach spielen wir jetzt und ich würde mal sagen, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Und es wäre schon geil, wenn wir das Spiel gewinnen könnten. Und ja, sagen wir mal so, ich würde hier schon mindestens ein Unentschieden holen wollen, aber ein Dreier wäre jetzt mal langsam wichtig. Gegen Gladbach ist es gerade nicht am einfachsten, aber sagen wir mal so, unmöglich ist gar nichts. Und somit würde ich sagen, sehen wir uns dann zur ersten Szene wieder. Aber jetzt müssen wir erstmal unseren Angriff wagen. Erstmal in der 5. Spielminute Geraldo Becker in der Mitte, gleich Pogliampalo Sommer. Okay, ja, ist gute Chance für uns. Aber jetzt können sie mal hier gut vorbeikommen. Da ist draußen das Lazaro mit einem Schuss. Und, ja.
Die erste gute, dicke Möglichkeit für Borussia Mönchengladbach. Und nicht mehr viel gefehlt. Das heißt, er fehlt hinten. Das ist nicht gut aufgeteilt auf dem Platz hier gerade. Aber Nico Schlotterbeck ist da, bringt den Ball leider nicht zu Lute und Gladbach 1-0. Und was ein Traumtor. Heieiei, Schlotterbeck mit dem riesigen Fehlpass. Ausgerechnet in die Füße von Stindl. Und der haut uns das Ding da so richtig in die Maschen. Ha, das ist bitter. Das ist sehr, sehr bitter. Beim Trimmel ist auch noch fast da gewesen. Ha, es tut weh, es ist halt schade. Aber sagen wir es mal so. Fehler eiskalt ausgenutzt, 1-0 Gladbach. Richtig Konter. Und somit kann Gladbach hier nochmal ordentlich aufbauen. Kommt da vorbei. Player. Oh, das ist die große Chance auf 2-0. Und Lute hat gehalten sogar. Okay. Lute hält uns noch ein Spiel drin. Ah ja, das war richtig. Kamatondo kann da den Ball abwehren. Und jetzt ist Kamatondo mal einen Konter starten. Und er ist auch schnell. Rabi Matondo und Sommer. Nun, das ist Taiwo. Awo nie 1-1. 67. Minute Awo nie. Und das nutzen wir jetzt mal eiskalt aus hier. Einfach mal kurz nicht sicher gestanden, die Gladbacher da hinten und Awo nie haut da den Ding in die Maschen. Und jetzt 1-1. Weil Gladbach macht hier das Spiel schon deutlich mehr als wir. Aber jetzt können wir mal aufdrehen. Gentner ist da. Oh, Digga. Was ein Fehler von Sommer. Das war kurze Ecke. Gentner haut ihn rein. Das Spiel innerhalb von 3 Minuten gedreht. Jetzt geht's hier ab. Wir führen in Gladbach. Aber schön gemacht. Ein kurzer Eck und Sommer ist nicht da. Eieiei. Da führen wir. 2-1. Extrem knapp. André sieht da wieder mit Matondo gutes Kurspassspiel. Matondo. Awo nie macht es sehr stark Latte und nicht das 3-1. Das hätte die Entscheidung sein können. Mal Trimmel, Gentmaster. Und Becker nochmal. Becker läuft auch nochmal drauf. Becker schickt da Awo nie mit seinem Doppelpack die Entscheidung. Wir gewinnen in Gladbach. Einfach Gladbach war am Inhalten offen, wollen nochmal alles geben und dann einfach eiskalt ausgekontert hat und dann keine Chance für Jan Sommer. 3-1. Ah, es gibt nochmal Freischuss für Gladbach, Gelb für Trimmel. Die letzte Chance des Spiels. Sind da. Und das Spiel ist beendet. Wir gewinnen in Gladbach und holen 3 wichtige Punkte. War einfach sehr, sehr wichtig. Dennoch, jetzt gehen wir wieder ins Menü und wenn nichts weiteres passiert, sehen wir uns, wie gesagt, beim Frankfurt-Spiel. Also bevor wir ins Spiel gegen Frankfurt gehen, haben wir hier wieder ein monatliches Scouting-Update und zwar die von Deutschland. Hauke Fischer würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht nehmen wollen. Jan König könnte was interessant werden. Wir verpflichten hier einfach jetzt mal Theo Hahn. Ehrlich gesagt nicht. Theodor Kunz könnte man nehmen. 700.000 Marktwert hat er bisher. Und Potenzial von 94, maximal 64, nehmen wir mal mit. Jetzt die Belgier, da sehen sie jetzt alle drei nicht gut aus. Lehnen wir alle ab. So, und jetzt das Spiel gegen Eintracht Frankfurt, das letzte Spiel dieser Folge. Das ist eigentlich eine relativ kurze Folge bisher, weil es bisher nur 3 Spiele waren. Aber es ist halt auch nichts passiert, es ist halt völlig normal. Hier nochmal unsere Aufstellung, diesmal von Anfang an Amoni. Hat dann im letzten Spiel gegen Gladbach ja verdient mit einem Doppelpack. Und so muss man so... Das ist alles dann gleich geblieben. Dann Frankfurt halt mit Silva, Dos, Labiat, Rustizuba. Eigentlich ihre Top 11. Und somit würde ich sagen, simulieren wir nochmal schnell das Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt. Und holen unentschieden. Also wir haben bisher kein einziges Spiel in dieser Folge verloren. Das nimmt man sehr, sehr gerne. So, jetzt nach dieser sind wir am Ende der Folge angekommen. Und Bayern ist bei den Tabellenführer und haben einen guten ordentlichen Vorsprung auf dem Tabellenzweiten. Dort auf Gladbach, denn Dortmund ist halt noch mit Leipzig halt die Altbekannten. Damit weiter oben. Hertha ist auf Platz 7 gerutscht. Und
Wir rutschen einen Platz nach unten, Platz 13, okay, aber haben 14 Punkte. Schalke ist momentan auf dem Relegationsplatz, Freiburg tauscht die Plätze und Stuttgart letzter. Das ist natürlich ein ziemlich ein bisschen bitter, aber ich würde mal sagen, schauen wir uns mal den Dezember an. Und zwar, das ist wieder ein Monat, wo wir 5 Spiele haben. Und einmal den DFB-Pokal gegen den 1. FC Heidenheim, dann haben wir ein Auswärtsspiel in Freiburg, dann empfangen wir den FC Augsburg, Mainz und den VfB Stuttgart. Also wir haben hier so drei 6-Punkte-Spiele tatsächlich. Freiburg ist dann unten drin, Mainz ist unten mit drin und Stuttgart auf Platz 18. Also ich denke mal, dass wir sogar nächste Folge 3 Spiele spielen würden. Müssen wir halt mal schauen. Und so würde ich mal sagen, das sind die Spiele, was uns in diesem Monat, nächsten Monat angeht. Ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit der Folge. Wenn euch gefallen hat, würde ich mich gerne um eine positive Bewertung freuen. Wenn ihr wirklich kein einziges Video für mich verpassen wollt, würde ich mich gerne auch über ein Like, Abo freuen. Und ich kann euch nur vor eins sagen, denn Dezember wird richtig geil. Und was euch auf zukommt, erfahrt ihr am 1. Dezember in der 7. Folge der Union Berlin. Kann ich euch schon sagen, am Montag kommt die nächste Folge der Union Berlin Karriere. Und so würde ich sagen, bin ich raus. Bleibt gesund, euer Haus.